harte Arbeit auf dem Feld in den 20er Jahren. Wie in keinem anderen Beruf wird in der Landwirtschaft hart und lange gearbeitet. Mit der Motorisierung der Landwirtschaft beginnt ein neues Zeitalter. Der Traktor spielt hierbei die entscheidende Rolle. Johann Georg Fendt, Schlosser aus Markt Oberdorf im Allgäu, erkennt die Bedeutung. Mit dem Grasmäher beginnt ab 1928 die Geschichte der Fendt-Traktoren. Angetrieben von einem Benzinmotor mit 3 Vorwärts- und einem Rückwärtsgang. Vater Johann Georg und Sohn Hermann Fendt waren stolz auf ihre erste technische Errungenschaft. Hier Hermann Fendt in den 70er Jahren auf dem noch voll funktionstüchtigen Grasmäher. Der erste europäische Kleinschlepper. Lange hatten die Fendts über einen passenden Namen nachgedacht. Motorpferd, dieser erste Vorschlag war schon besetzt. Bulldog hieß der Traktor bei der Konkurrenz. Dieselross, ein Name war geboren. 6 PS, Anbauflug und das unabhängige Mähwerk zeichnen diese Schlepperlegende aus. Mit dem Dieselross können sich erstmals auch kleinere Betriebe leisten, das Pferd zu ersetzen. Hier das Dieselross, wie es auch heute noch im Fendt-Museum in Markt Oberdorf zu sehen ist. Wurden 1934 erst 4 Traktoren produziert, waren es ein Jahr später schon 30 Dieselrösser. 1938 wurden bereits fast 500 Dieselrösser aus Markt Oberdorf verkauft. Hier der F22 mit dem stehenden 2-Zylinder-Viertakt-Deutz-Dieselmotor. In den 40er Jahren war auch Fendt von den politischen Ereignissen und vor allem vom Krieg betroffen. Die Herstellung von Traktoren mit Motoren für flüssigen Treibstoff wurde ab dem 30. Juni 1942 eingestellt. Die Reichsregierung ordnete die Entwicklung eines Holzgasschleppers an. Die Lösung, der Fendt Dieselross Holzgasschlepper. Immerhin mit 25 PS Leistung. Ein Kilogramm Holz je PS und je Stunde brauchte der 2-Zylinder Otto Viertaktmotor von Deutz. Knapp 1.500 Holzgasschlepper wurden insgesamt produziert. Hier im Bild Xaver Fendt auf dem Holzgasschlepper. Die Fendt-Brüder stellten nach dem Krieg die Produktion sofort wieder auf Schlepper mit Dieselbetrieb um. Der Erfolg musste hart erarbeitet werden. Die Kapazität der Vorkriegsjahre, die bei einem jährlichen Ausstoß von etwa 1000 Maschinen lag, konnte trotz aller Rohstoffschwierigkeiten im Jahre 1950 bereits auf über 3000 Maschinen aller Typen erhöht werden und hat diese Zahl in den ersten 6 Monaten des Jahres 1951 schon weit hinter sich gelassen. Das Dieselross F15. Völlig neu konzipiert und als landwirtschaftlicher Universalschlepper vorgestellt. Hier die Produktion in Markt Oberdorf. Differential und Zapfwelle werden angebaut. Als Herz des Schleppers und Triebkraft unserer Zeit aber kommt nun der kräftige Dieselbursche in Ketten gefesselt folgsam herangeschwebt. Er muss es sich gefallen lassen, millimetergenau in die vorbereiteten Aussparungen und Haltelager eingehängt und mit dem Kupplungsgehäuse fest verschraubt zu werden. Nun ist er ganz gebändigte Kraft und kann mit der Lenksäule wie mit der Zügelleine des Pferdes nach dem Willen des Fahrers dorthin dirigiert werden, wo Zugleistung oder Kraft verlangt werden.
Der 10.000. Schlepper wurde bereits 1950 erreicht. Der Sprecher aus den 50er Jahren betont die hohe Tagesproduktion der Marktoberdorfer Fertigungshalle. Bereits im Kleid der schmucken Motorhaube verspürt er nach einigen Umdrehungen mit der Andrehkurbel erstes Leben in seinem Inneren. Durch das Tor zu einer werteschaffenden Freiheit gesellt er sich in den Kreis seiner 40 oder 50 Artgenossen, die sich in stolzer Reihe, als die Tagesproduktion des Werkes in der hellen Sonne vor dem Hallentor, ein Stelldich eingeben. Sie sind ein anschaulicher Beweis für die Leistungskraft ihres Entstehungswerkes. Früher einmal mussten wohl 160 bis 200 Pferde eingespannt werden, um die Arbeitsleistung zu erreichen, die der geballten Kraft ihrer hier versammelten motorisierten Nachkommen entspricht. Der F15 war gerade für kleine und mittlere Betriebe ideal. Hier ein Heuauflader, gezogen vom F15. Hier wird die Getreidemäheinrichtung montiert. Der hölzerne Sammelrost, das Mähbalkenstützrad und der Ehrenabweiser. Er hebt den Rost durch Fußbedienung so lange an, bis das für eine Garbe ausreichende Getreide gesammelt ist. Nach Ablassen des Holzrostes wird das garbengroße Häufchen mit dem Handrechen nach rückwärts abgelegt, während ein dritter Helfer schon mit Garbenbinden beginnen kann. Für mittlere Betriebe konnte der F15 die vollmechanisierte Getreideernte unterstützen. Hier wird ein Bindemäher mit geringer Schnittbreite eingesetzt. Für größere Betriebe musste jedoch Fendt mehr Leistung anbieten. Der F25. 25 PS, ein Zweizylinder-Viertaktmotor der Mannheimer Motorenwerke. 5 Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang. Zur Standardausrüstung gehörten die gefederte Vorderachse, Zapfwelle, Riemenscheibe und die elektrische Beleuchtung. Und auch der Komfort hielt in den 50er Jahren bei der Schleppertechnik Einzug. Das Regenschutzverdeck durfte nicht mehr fehlen. Jahr für Jahr steigert die grüne Marke ihre Produktion. Dieselross um Dieselross werden im Schlepper-Boom-Jahr 1955 in über 30 Länder exportiert. Seit 1953 begannen andere Hersteller wie Eicher oder Klaas mit der Produktion von Geräteträgern. Bei Fendt tüftelte man so lange, bis man das ausgereifte Fendt-Einmannsystem vorstellen konnte. Innerhalb von 5 Minuten muss beim Geräteträger der Zukunft der werkzeuglose An- und Abbau jedes Arbeitsgerätes möglich sein. Diese Forderung von Hermann Fendt führte 1957 zum Geräteträger F12 GT. Hier wird eine Drillmaschine mit Düngerstreuer in den GT eingebaut. Der Antrieb erfolgt durch die fahrabhängige Zapfwelle mit Gelenkwelle. Vor allem die guten Sichtverhältnisse zeichnen den GT aus. Hier der GT beim Getreidedrillen.
Die reine Drillarbeit wird durch Druckrollen und Zustreichbügel perfektioniert. Aber auch ein Frontlader ist schnell montiert. Vorne wird er einfach eingehängt und mit Schnellverschlüssen verriegelt. In dem Werbefilm von 1958 werden noch weitere Vorzüge des Geräteträgers gezeigt. Auf der Fahrt zum Feld kann der Frontlader mitgeführt werden. Dort angekommen, schaltet Fritz jetzt den Kriechgang ein, stellt die Lenkung fest, lässt den Schlepper fahren und kann währenddessen den Mist in kürzester Zeit vom Wagen abreißen. Die Alten werden sicherlich ihre Köpfe schütteln, wie leicht es den jungen Leuten von heute gemacht wird. Wir alle aber wissen, dass man deshalb kein Faulpelz zu sein braucht, zumal die Landwirtschaft sich im technischen Zeitalter nur mehr durch höchste Technisierung durchsetzen kann. Beim Pflügen ist der geringe Radschlupf von Vorteil. Der Pflug ist direkt an die Hydraulik angebaut. In 1961 ist es soweit. Das 100.000. Dieselross verlässt das Werk in Marktoberdorf. Es ist ein Farmer 2 mit 34 PS. Hier die goldene Version, original zu sehen im Fendt-Museum in Marktoberdorf. Wenn es den Firmeninhabern Hermann, Xaver und Paul Fendt die Zeit erlaubt, begrüßen Sie Ihre Gäste im Werk selbst. Wie kein anderes Familienunternehmen wurde Fendt von den Eignern geprägt. Paul Fendt kümmerte sich im Werk vor allem um die kaufmännischen Belange. Die Kompetenzen waren klar geregelt. Hermann und Xaver Fendt waren für die Entwicklung und die technischen Belange verantwortlich. Xaver Fendt hatte 1934 die Meisterprüfung im Mechanikerhandwerk mit ausgezeichnet bestanden. Er kümmerte sich hinter den Kulissen um die Produktionsabläufe und konnte durch seine Art die Mitarbeiter motivieren. Hermann Fendt. Schon 1928 hatte er mit seinem Vater den Grasmäher gebaut. Jetzt ist er ständig an neuen Ideen und konstruiert nach wie vor mit. In 1958 geht die Dieselross-Ära zu Ende. Der 40 PS starke Favorit und der Kleinschlepper Fix sollten nicht mehr mit dem Traditionsnamen bezeichnet werden. Beide Schlepper sollten die schwierigen 60er Jahre meistern helfen. Aber nur durch verstärktes Engagement im Ausland konnte sich Fendt behaupten. Transportzüge bringen die Fendt-Schlepper nach Bremerhaven zur Schiffsverladung in die ganze Welt.
Technische Innovation und ständige Weiterentwicklung für die Praxis. Dieses Motto trieb die Fendt-Brüder an. Und die Erfolge, die sie dabei erzielten, blieben auch der Politik nicht verborgen. So würdigt Bundeskanzler Willy Brandt das Unternehmen Fendt 1970 bei der DLG-Ausstellung in Köln und testet persönlich den Komfort der aktuellen Produktpalette. Dazu gehörte schon seit 1968 mit dem Pharma 3S ein weiterer Meilenstein, das stufenlose Anfahrsystem Turbomatic. Die Turbokupplung. Das Öl der hydraulischen Kupplung stellt über Pumpe und Turbinenrad den Kraftfluss zwischen Motor und Getriebe her. Dieses Prinzip der Fliehkraftkupplung verbindet einen hohen Bedienungskomfort mit zahlreichen technischen Vorteilen. Ein Fendt-Schlepper ist im öffentlichen Straßenverkehr kein Hindernis, sondern ein gleichberechtigter Partner. Ohne zu kuppeln und zu schalten, wird der Schlepper nur durch Betätigen der Bremse angehalten. Zum Anfahren wird lediglich Gas gegeben. Grünes Licht für den Fendt-Schlepper im Straßenverkehr. Kraftreserven des Favorit 10S meistern auch schwerste Zugarbeiten ohne Anstrengung. Der Fahrer schätzt hierbei das voll synchronisierte Getriebe, die hydrostatische Lenkung und die Turbomatik. Anhalten und Anfahren am Berg mit 20 Tonnen Anhängelast bedeuten für den Favorit 10S mit Turbomatic keine Schwierigkeit. Die Anfahrautomatik verhindert ein Aufbäumen und beschleunigt den Schlepper stufenlos auf die jeweilige Höchstgeschwindigkeit. Die Schubkraft lässt sich mit der Turbomatik genau dosieren. Klarer Vorteil des Wendegetriebes beim Frontlader: durch einfaches Niedertreten des Kupplungspedals ändert sich die Fahrtrichtung. Zum Abstreuen der Stahldungs wird die unabhängige Zapfwelle eingeschaltet und der Gang eingelegt. Beim Anlaufen der Zapfwellengeräte vermeidet die vorgeschaltete Turbokupplung übermäßige Drehmomentspitzen. Das ermöglicht einen elastischen und störungsfreien Betrieb. Verletzungen der Grasnarbe durch Schlupf werden vermieden. Auch in anderen Branchen brachte Fendt seine Technikerfahrung ein. Im Gabelstaplerbau in Kempten, bei Kommunalfahrzeugen, in der Wohnwagenproduktion oder wie hier in der Konstruktion von Pistenraupen. Hermann Fendt als Pionier des Traktorenbaus. Mit der Verleihung der Doktorwürde ehrenhalber wurden die technischen Innovationen gewürdigt. In der ältesten technischen Hochschule Deutschlands, in Braunschweig, erfolgte 1971 die Auszeichnung. Die Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik der Technischen Universität Carolo Wilhelmina zu Braunschweig verleiht unter dem Lektorat des ordentlichen Professors für Elektrophysik, Dr. Janat Günther Lautz,
und unter dem Dekanate des ordentlichen Professors für Mechanik Dr. Reinhard Horst Dittmann nach Zustimmung von Rektor und Senat durch diese Urkunde Herrn Hermann Fendt, Markt Oberdorf, Grad und Würde eines Doktoringenieurs ehrenhalber, in Würdigung seiner hervorragenden Verdienste um die Entwicklung des Schlepperbaus, insbesondere seiner Richtung weisenden Ingenieurleistungen bei der Gestaltung des gerätetragenden landwirtschaftlichen Schleppers. Braunschweig, den 20. Februar 1971, unterzeichnet der Rektor Lautz, der Dekan Dittmann. Herr Fendt, ich darf Ihnen diese Urkunde überreichen und möchte Ihnen zunächst namens meiner Fakultät alles erdenkbar Gute wünschen und auch meine ganz persönlichen Wünsche anschließen. »1976. Der Geräteträger geht mit dem F-255 GT und F-275 GT neu in Serie. Verschiedene Leistungsklassen vom F-231 GT bis hin zum F-275 GT stehen zur Wahl. Die großen Typen sind mit verkürztem Radstand als Kompaktgeräteträger eine interessante Alternative für Grünlandbetriebe. Die Geräte in Front- und Zwischenachsanbau werden nicht von der Hinterachse, sondern durch das Zentraldrehgelenk unmittelbar von der Vorderachse geführt. Heckgeräte passen sich der Hinterachse an. Somit wird für alle Geräte der verschiedenen Anbauräume eine optimale Bodenanpassung gewährleistet. Fahrkomfort pur. Die integrierte Schall- und schwingungsisolierte Großraumkabine wird höchsten Ansprüchen gerecht. In dieser Kabine findet der Fahrer beispielhafte Arbeitsbedingungen vor. Sie ermöglichen es ihm, entscheidend mehr zu leisten. Die Front- und Heckscheiben sind beim Geräteträger ausstellbar. Eine Raumbelüftungsanlage im Dach der Kabine und eine unabhängige Dieselstandheizung ergänzen auf Wunsch das Komfortangebot. Vorbei sind die Zeiten, als der Landwirt noch asketisch im Freien gegen Wind und Wetter ankämpfen musste. Bequem ist auch der große Fußraum und der Komfortschalensitz. Im Armaturenträger sind alle Kontrollorgane übersichtlich konzentriert. Schnell und ermüdungsfrei kann der Fahrer alle Informationen über den Betriebszustand des Geräteträgers ablesen. »32 oder 35 km Fahrgeschwindigkeit in der Stunde ermöglichen hohe Transportleistung. 30 Jahre Erfahrung stecken mittlerweile im Bau von Geräteträgern. Fendt behauptet sich damit auch gegen den Wettbewerb, der ebenfalls Geräteträger auf den Markt gebracht hat. Besonders bei der Arbeit mit Zapfwellengeräten ist eine enge und gleichmäßige Abstufung des Getriebes sehr wichtig, da in der Zapfwelle eine konstante Drehzahl verlangt wird.« Bei der Silomaisernte werden neben hoher Zapfwellenleistung oft hohe Ansprüche an die Zugkraft gestellt. Hohe Schubkraft, beste Sicht auf die Arbeitsgeräte und das Ladegut zeichnen den Fendt-Geräteträger beim Frontlader aus. Beim Rübenladen zeigt der GT seine Qualitäten als überlegener Frontladeschlepper. Auch beim Pflügen beweist der Geräteträger seine hohe Leistungsfähigkeit. Kraftvolle Motoren, fein abgestufte Getriebe und eine perfekte Hydraulikanlage mit Zugwiderstandslage und stufenloser Mischregelung tragen wesentlich dazu bei. Xaver Fendt feiert seinen 70. Geburtstag. Es ist das Jahr 1977. Ein Jahr später auf dem Bauerntag in Markt Oberdorf, 50 Jahre Fendt Dieselross werden gefeiert. Eine Schlepperparade zeigt die Modelle von 1928 bis aktuell 1978. Fendt richtet aber nach wie vor den Blick in die Zukunft. Ein ferngesteuerter Schlepper zeigt Jahre vor GPS zukünftige Möglichkeiten.
Das Jahr 1978 setzt aber auch noch andere Maßstäbe. In Marktoberdorf wird das 25 Millionen Mark teure Forschungs- und Entwicklungszentrum eingeweiht. Hier wird die Haltbarkeit der Kupplung und der Antriebseinheiten bei Stoßbelastung getestet. Der angekettete Schlepper läuft mit Vollgas. Die Fendt-Ingenieure nennen diesen Test den Marterpfahltest. Hier ein Test zum Schwingungsverhalten auch mit Anbaugeräten. Die Pharma 300er Reihe wird 1980 auf den Markt gebracht. 40 Kilometer in der Stunde und gummigefederte Kabine setzen wieder einmal einen technischen Meilenstein in der Traktorgeschichte. 1981 ist Fendt der Zeit weit voraus. Favorit 622 und 626. Die Marktoberdorfer wollten ihrem Erzrivalen Anton Schlüter aus Freising das Segment der absoluten Großtraktoren nicht alleine überlassen. Doch der Schritt über die 200 PS-Marke kam zu früh. Es fehlten die Kunden, vor allem auch, weil die Gerätetechnik noch nicht so weit war. Die neue Fendt-Geräteträger-Generation von 45 bis 80 PS. Die Dreizylinder-Triebwerke des 345 GT und des 360 GT verfügen über 2,8 und 3,1 Liter Hubraum. Der 380 GT ist mit einem 4,1 Liter Vierzylinder-Motor ausgerüstet. Der Kompaktgeräteträger F380 GT ist auch mit Allradantrieb lieferbar. Optimale Wendigkeit durch negativen Lenkrollradius. Der Fahrkomfort ist entscheidend geprägt durch die integrierte Schall- und schwingungsisolierte Großraumkabine. Und in Sekundenschnelle lässt sich die Kabine mit Federkraftunterstützung nach hinten kippen und gibt alle Antriebsaggregate frei. Einen besonderen Vorteil liefern die Fendt Allrad GT dank ihrer besonderen Gewichtsverteilung. Im statischen Zustand ruhen 70% des Gewichts auf der Hinterachse, 30% vorn. Das ermöglicht hohe Zuladungsreserven im Zentralanbaurahmen, den Einsatz von Frontgeräten ohne Kopflastigkeit des Fahrzeugs und garantiert eine vorbildliche Bodenschonung. Drei Anbauräume bilden die Voraussetzung für einen besonders wirtschaftlichen Einsatz. Die Frontanbaumöglichkeit, die am Heck des Fahrzeugs und schließlich ein Zentralanbauraum über der Vorderachse. Hier lassen sich ein 2000 Liter Güllebehälter, ein Frontlader oder eine Ladepritsche mit 1,5 Tonnen Tragfähigkeit einsetzen. Diese vielen verschiedenen Anbaumöglichkeiten sind geradezu ideal für die unterschiedlichsten Anbauvariationen. . 1985 wird Fendt zum ersten Mal Marktführer in Deutschland. Mit dem Jahr 1987 hält Hightech Einzug in die Fendt-Traktoren. Die neue Pharma-Klasse 200 mit EHR, Anti-Schlupfregelung mit Radarsensor, die Altronik und der Bordcomputer. Die hydraulische Hubwerksregelung, kurz EHR, bietet Fendt bei allen Standard-Traktoren von 40 bis 185 PS. Höchste Regelgüte, eindrucksvoller Bedienkomfort und hohe Servicefreundlichkeit. Das sind die herausragenden Pluspunkte der EHR. Elektronik steigert so die Wirtschaftlichkeit des Traktoreinsatzes und erhöht die Arbeitsqualität. Zum Beispiel beim Pflügen oder bei der Bodenbearbeitung. Die EHR besteht aus drei Baugruppen: den mechanischen, den hydraulischen sowie den elektrischen und elektronischen Bauteilen. In dem ausgeklügelten Zusammenwirken der drei Baugruppen liegt die besondere Leistungsfähigkeit der EHR begründet. Das beginnt mit einer äußerst genauen Kraftmessung. Zwei elektromagnetische Kraftmessbolzen erfassen die Zug- und Druckkräfte an beiden Unterlenkern und leiten die Impulse zur Elektronikbox. Die Elektronik vergleicht die Stellung des Geräts mit der im Schaltpult vorgewählten Lage. Der Vergleich von diesen Soll- und Ist-Werten führt zur Auslösung von Regelbefehlen, die verzögerungsfrei an das hydraulische System weitergegeben werden. Eine Anti-Schlupfregelung mit Radarsensor bildet die Zusatzausstattung zur EHR für die Favorit- und Pharma-Baureihe 300. Diese Regelung verhindert schädlichen Radschlupf
auch unter besonders schwierigen und stark wechselnden Bodenverhältnissen. Die Elektronik erfasst bereits die Tendenz zum Rutschen der Räder und hält ein Rutschen über laufende Regelimpulse möglichst gering. Fahren ohne Korrekturen von Hand, auch unter widrigen Bodenbedingungen und bester Arbeitsqualität. Das sind die entscheidenden Vorteile der Radar-Anti-Schlupf-Regelung. Eine komplett neue Dimension der Informationsbereitstellung der Fendt-Bordcomputer. Über die breite digitale Anzeige gibt der Computer fortlaufend Bedienungshinweise und während der Arbeit die aktuellen Daten bekannt. Er erfasst, verarbeitet und speichert wichtige betriebswirtschaftliche Arbeitsdaten, zum Beispiel bearbeitete Flächen, Wegstrecke, Kraftstoffverbrauch, Fahrgeschwindigkeit und Zeit. Automatische Steuerung von Differentialsperren bei Favorit-Großtraktoren, hier der Favorit 615 LSA. Ist der Allradantrieb zugeschaltet, werden beide Differentiale automatisch bei Bedarf gesperrt. Geschieht grundsätzlich bei einem Drehzahlunterschied der beiden Vorderräder von mehr als 18%. Beim Wenden am Feldrand trennen sich beide Differentiale vollautomatisch. Die elektronische Steuerung gibt einen Befehl zur Öffnung der Sperren, wenn der Lenkwinkel der Vorderräder 15 Grad überschreitet. Die automatische Sperrensteuerung gewährleistet höchste Zugkraft aller vier Räder in jeder Einsatzsekunde. Eine wirksame Entlastung des Fahrers, der keine Differentialsperre mehr von Hand betätigen muss. Extreme Einsätze bietet die Altronik-Steuerung auch eine 100%ige Dauersperrung. Modernste Technik durch elektronische Steuerung bietet auch das neue Allrad-Antriebssystem der Pharmaklasse 200. Der Allradantrieb lässt sich schnell und auch unter Last per Drehknopf zuschalten. Bei engen Kurvenfahrten trennt die Allradautomatik automatisch. Ein Lenkwinkelsensor gibt das Signal zum Ein- oder Auskuppeln, wenn der Einschlagwinkel der Vorderräder 35 Grad über- oder unterschreitet. Diese elektronische Steuerung schont den Boden und erhöht die Wendigkeit. Mit einer zusätzlichen Schalterstellung bleibt die Allradkupplung im gesamten Lenkbereich kraftschlüssig. Nach den wirtschaftlich sehr schwierigen Jahren 1992 und 1993 startet Fendt zur Agritechnica im November eine für das Unternehmen überlebenswichtige Offensive. Im Segment der Großtraktoren waren die in die Jahre gekommenen Favorit 600 den Anforderungen gerade in den neuen Bundesländern nicht immer gewachsen. Im Segment über 200 PS hatten die Amerikaner die alleinige Hoheit. Mit den beiden neu konzipierten Baureihen Favorit 500 und Favorit 800 gelingt den Allgäuern der große Wurf. Der Favorit 500 ist der erste Standardtraktor der Welt mit einer gefederten Vorderachse, die sich auf Wunsch zu- und abschalten lässt. Auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gibt es erstmals in der Großserie. Die Federung vorne sorgt für einen enormen Zugewinn an Fahrkomfort. Das lästige Aufschaukeln bei hohem Tempo auf Straße und Feld ist kein Thema mehr. Die Verbindung von Vierfach-Lastschaltung plus Turbokupplung sorgt darüber hinaus für einen Schaltkomfort, den der Wettbewerb bis dahin nicht bieten kann. Zwei Vierzylinder und drei Sechszylinder decken den Leistungsbereich von 95 bis 140 PS ab. Später folgt der Favorit 515 mit 150 PS. Die Motoren liefert MWM zu. Mit dem Favorit 800 stößt Fendt endlich in die Liga über 200 PS vor.
Der 6,8 Liter Sechszylinder von MAN im Topmodell Favorit 824 leistet 230 PS. Auch die großen Fendt sind 50 Stundenkilometer schnell. Per Kippschalter links am Lenkrad wählt der Fahrer die Richtung vor. Nach Treten der Kupplung wechselt dann das Getriebe vor- und rückwärts. Die Kabinen von Favorit 500 und 800 sind sich sehr ähnlich. Wichtige Funktionen werden in der rechten Konsole bequem per Softkeys geschaltet. Daneben sitzt die EHR. Fendt bleibt seiner Tradition treu und bietet den Favorit 800 auch mit Rückfahreinrichtung ab Werk an. Der Einsatz mit Großhäckslern in Schubfahrt ist die Alternative zu kleinen Selbstfahrern. 1995. Nach dem Ausstieg von Daimler-Benz aus dem MB-Truck sollen Kunden für die grüne Marke gewonnen werden, der Xylon. Gefederte Vorderachse, der Heckaufbau für Pflanzenschutz, Saatgut und Düngerbehälter sowie 50 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit sind Pflicht für den Xylon. Um im lukrativen Markt der Kommunen ein ernstes Wort gegen den Unimog mitreden zu können, waren das Zweimann-Fahrerhaus und die Anbaubereiche für Hecktank und Mäheinheit wichtig. Insgesamt bietet der Xylon 4 An- und Aufbauräume. Angetrieben wird der Xylon von Vierzylindermotoren aus dem Hause MAN mit 100, 125 und 140 PS. Ein wesentliches Xylon-Merkmal ist das Freisichtkonzept ohne störende Motorhaube beim Blick nach vorne. Das zentrale Drehgelenk sorgt für ideale Bodenanpassung im Gelände, gerade auch beim Frontladereinsatz. Beim Getriebe kommt die vom Favorit 500 bekannte Schaltbox mit 4 Lastschaltstufen plus Wendeschaltung zum Einsatz. Auch auf die Turbokupplung muss der Xylon-Fahrer nicht verzichten. Das Fahrerhaus lässt sich für Wartungszwecke einfach kippen. Die Sensation gelingt Fendt 1996 mit dem Favorit 926. Dieser 260 PS Bolide ist der erste Traktor der Welt mit einem stufenlosen Getriebe, das praktisch den Wirkungsgrad von Schaltgetrieben erreicht. Das Fendt Vario-Getriebe revolutioniert die Antriebstechnik, lange bevor andere Hersteller mit ähnlicher Technik auf den Markt kommen. Der technische Aufbau vom ML200 genannten Triebsatz ist vergleichsweise simpel und doch sehr wirkungsvoll. Kernstück ist die Leistungsverzweigung per Planetensatz am Getriebeeingang. Hier wird die Motorleistung auf einen mechanischen und einen hydrostatischen Leistungsstrang mit einer Pumpe und 2 Ölmotoren aufgeteilt. Der Hydrostat ermöglicht die stufenlose Geschwindigkeitsanpassung. Die Ölmotoren auf der Summierungswelle sorgen für einen geringen Leistungsverlust durch die Verzweigung zwischen Hydrostat und Mechanik. Mit dem kompakten Schaltknauf in der rechten Armlehne steuert der Fahrer den Traktor. Beim Drücken nach vorne beschleunigt der 900, beim Ziehen zurück bremst er ab. Beim Tipp nach links wechselt die Fahrtrichtung, der Kick nach rechts aktiviert den Tempomaten. In der Armlehne sitzen auch die Schalter für die Hubwerksregelung vorn und hinten einschließlich Zapfwellenautomatik. Der Komfortgewinn durch das Fahren ohne Kupplung und ohne Schaltrucken ist enorm. Die Anpassungsfähigkeit des Getriebes von 0,5 bis 50 Stundenkilometer an die Arbeit optimal. Nach der von Fendt sehr genau überwachten Einführungsphase mit einer begrenzten Anzahl Vario 926 Maschinen im ersten Jahr sind seit 1997 zusätzlich die Modelle 916, 920 und 922 Vario mit 170 bis 210 PS im Programm. Ein weiterer Höhepunkt 1996 für die grüne Marke. Am 16. Juli wird der 500.000. Fendt-Traktor übergeben. Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert gratuliert. 1997 sorgte eine überraschende Nachricht für Unruhe bei vielen Fendt-Nutzern und Fans. Der amerikanische Landtechnikkonzern Eco übernimmt die Allgäuer Traditionsfirma zu 100%. Doch die ersten Befürchtungen, dass Fendt seine Identität verlieren würde, sind unbegründet. Fendt bleibt Fendt, heißt es in der Image-Kampagne. Die Marke bleibt bestehen, die Produktion in Marktoberdorf wird sogar noch ausgebaut.
Außerdem öffnen sich für Fendt durch die Anbindung an den weltweit agierenden Eco-Konzern neue Exportmärkte wie beispielsweise Nordamerika und Kanada. 1999 folgt der nächste Vario-Paukenschlag. Mit dem komplett neu konstruierten Favorit 700 Vario wird die stufenlose Vario-Getriebetechnik auch für den mittelgroßen Betrieb und für Lohnunternehmer nutzbar. Bei Fahrwerk, Hydraulik und Bedienung setzen die 700er Maßstäbe. Mit dem Multifunktionsgriff in der rechten Armlehne hat der Fahrer sämtliche Getriebe- und Hydraulikfunktionen im Griff. Auch die elektronischen Steuergeräte sind Serie beim 700 Vario. Die wassergekühlten Sechszylindermotoren mit 5,7 Liter Hubraum stammen von Deutz. Der erstmals bei Fendt eingesetzte Gussrahmen lässt hohe Zuladungen bei geringem Eigengewicht zu. So wiegt der 716 rund 6600 Kilogramm leer. 12.000 Kilogramm ist das Maximum. Dass Fendt total auf das stufenlose Vario-Konzept setzt, macht auch der neu konzipierte Vario 400 deutlich. Mit dieser Baureihe führen die Allgäuer ihr Getriebe auch erstmals in den Bereich der Kompakttraktoren ein. Auch die 400er besitzen einen Gussrahmen. Sie können bei 5.300 Kilogramm Leergewicht bis zu 9.500 Kilogramm ballastiert werden. Obwohl der erste legendäre Vario 926 erst vor 3 Jahren eingeführt wurde, steht die erste Generalüberholung an. Das revolutionäre Bedienkonzept nach dem Vorbild vom Vario 700 soll der Topklasse nicht länger vorbehalten werden. So ist nicht nur das Design komplett neu. Zunächst wurde die Hydraulikanlage komplett auf elektronische Bedienung via Terminal umgestellt. Auch die Getriebesteuerung wird durch die Bildschirmführung vielseitiger. So sind jetzt insgesamt bis zu 5 Tempomatfunktionen möglich. Und auch den Multifunktionshebel, mit dem der Fahrer Getriebe und Hydraulik nahezu spielerisch im Griff hat, ist jetzt Standard beim Vario 900. Geblieben sind die 6,8 Liter Motoren von MAN. Allerdings noch einmal spezieller auf die Kombination mit dem Vario-Getriebe abgestimmt. Die markanten, seitlich platzierten Kiemen leiten die Motorwärme besser ab. Ein wichtiges Kriterium bei Maschinen der obersten PS-Klasse. Beim neuen Favorit 926 Vario lassen sich extra große Räder, beispielsweise im Format 650 65R38, montieren, um die Kraft optimal zu übertragen. Die 6,8 Liter Motoren besitzen eine besonders ausgesteifte Ölwanne. So ist kein Zusatzrahmen notwendig. Davon profitiert insgesamt die Wendigkeit der großen 900er. 2001. Bereits der 10.000. Vario läuft hier im Markt Oberdorf vom Band. Fendt-Vertriebsleiter Hermann Merschroth gratuliert dem Südtiroler Fendt-Kunden. Viele Wettbewerber sind auf den Zug der stufenlosen Antriebe aufgesprungen. Doch die Allgäuer legen nach. Die beiden Neuentwicklungen Traktor-Management-System, kurz TMS, und das Vorgewendemanagement Variotronic Teach-In. Hinter TMS steckt die Verbindung und Vernetzung von Getriebe plus Motorelektronik. Der Fahrer kann das Gas als Fahrpedal nutzen. Motor und Getriebe passen sich dem gewünschten Tempo automatisch an, je nach Last und Geschwindigkeit. Auch das elektronische Handgas mit 2 Speichern, die sich per Knopfdruck in der rechten Armlehne aktivieren lassen, gehört zum TMS-Paket. Mit TMS sind die 700er, 800er und die brandaktuellen 900er Vario zu haben. Hier der Vario 800 TMS. 3 Modelle mit 150, 170 und 180 PS Nennleistungen ringen um die Marktführerschaft in der populären oberen Mittelklasse. Der verstärkte Vario-Triebsatz vom 700 lässt stufenloses Fahren und 50 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit zu. Die bekannten 5,7 Liter Deutz-Motoren sind dank elektronischem Regler in das serienmäßige TMS eingebunden. An der neuen Kühlerhaube ist der neue 900 Vario TMS bereits von Weitem zu erkennen. Dieses Markenzeichen hat einen Grund. Kühlleistung satt.
Und die ist für das neue Flaggschiff aus Markt Oberdorf auch absolut nötig. Denn der 930 Vario überschreitet die magische 300 PS-Marke und leistet maximal 310 PS. Unter der Haube steckt der 6,8 Liter MAN-Motor. Um den Fahrer im Alltag und Dauereinsatz zu entlasten, stehen sogenannte Vorgewendemanagements bei den Neuentwicklungen der Traktorenhersteller hoch im Kurs. Und wie es sich für Fendt gehört, haben die Techniker beim Variotronic Teach-In alle Register gezogen. Auf 4 Ebenen lassen sich für 4 Gruppen je 16 Funktionen abspeichern und per Knopfdruck abrufen. Dabei sind die Kraftheber, die hydraulischen Steuergeräte, die Zapfwellen und auch die Motorgetrieberegelungen eingebunden. Das Unternehmen Fendt hat mittlerweile einen festen Platz unter den Fulllinern. Neben der Traktorenentwicklung engagiert sich die Firma zunehmend im Bereich Erntetechnik. Seit 2005 gibt es bei den Fendt-Mähdreschern die Baureihen E, C und 8000. Modelle sind die 8300er mit 310 PS und 8350er mit 350 PS. Beide Mähdrescher haben 8 Schüttler und sind damit die einzigen auf dem Weltmarkt. Die Großmähdrescher werden im Ecowerk Randers in Dänemark hergestellt. Die Fendt-Mähdrescher der C- und E-Serie werden in Italien gebaut. Die Modelle der E-Serie sind Basismodelle. Die C-Serie hat eine bessere Ausstattung, einen größeren Korntank und kann mit einem vollwertigen Hangausgleich versehen werden. Die Modelle werden von 220 PS bis 300 PS angeboten und sind je nach Ausführung mit 5 oder 6 Schüttlern ausgestattet. Markenzeichen der Fendt-Mähdrescher sind die Schneidwerke mit ihren Powerflow-Bändern. Sie unterstützen den gleichmäßigen Zufluss des Erntegutes zum Dreschwerk, aber auch bei Lagergetreide. Auch Ballenpressen kann Fendt inzwischen seinen Kunden anbieten. Rundballenpressen der 2600er Reihe pressen Ballen zwischen 60 und 160 cm Durchmesser. Die 2900er Reihe bis 200 cm Durchmesser. Fendt Quaderballenpressen entwickelt für Großbetriebe und Lohnunternehmer Pressen unter allen Bedingungen perfekt geformte und verdichtete Ballen dank einer Vorpresskammer. Die kleine 990S presst im Format 80 x 90 cm. Die Ballen der 1270 sind 120 cm breit und 70 cm hoch, die der 1290 sind 90 cm hoch.
Exakt 10 Jahre nach der Einführung des ersten Stufenlos-Traktors der Welt stößt Fendt mit der neuen Generation der Vario 900-Traktoren in eine neue Dimension vor. Mit seinem Vorgänger hat der neue Vario 900 nur noch die Typenbezeichnung gemeinsam. Denn von Motor über Getriebe bis hin zum Fahrerhaus ist alles neu. Mit maximal 360 PS ist das Topmodell 936 Vario derzeit einer der stärksten und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern einer der schnellsten Standardtraktoren der Welt. Um das enorme Tempo beherrschbar zu machen, haben die Fendt-Ingenieure tief in die Trickkiste gegriffen. Die Vorderräder sind einzeln an Parallelogrammschwingen aufgehängt. Ein extra starkes Zweikreis-Bremssystem sorgt für exzellente Verzögerungswerte. Eine separate, ölgekühlte Bremseinheit ist vorne mittig in der Vorderachse integriert. Und die Dämpfer der einzelradgefederten Vorderachse mit FSC-Regelung verbessern Fahrstabilität in den Kurven. Die Übertragung der Kraft auf die Straße geschieht durch die Hinterradbereifung mit 112 cm Durchmesser. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 18 Tonnen. Der Motor kommt von der Deutz AG in Köln. Das 7,1 Liter Aggregat ist mit modernster Common Rail Einspritzung, 4-Ventil-Zylinderköpfen und externer Abgasrückführung ausgestattet und damit auf dem neuesten Stand der Motorentechnik. Die helle und moderne Kabine X5 der 900er Reihe setzt neue Maßstäbe in Sachen Platzangebot und Sicht. Die Plattform wird von 3 Luftfederelementen gedämpft und sorgt für maximalen Fahrkomfort. Sämtliche Bedienelemente sind in der rechten Armlehne integriert. Der neue Fahrhebel hat noch mehr Funktionen, zum Beispiel die Aktivierung von 2 Tempomaten. Über das neu gestaltete Vario-Terminal mit dem ISO-tauglichen Monitor ist der Traktor leicht zu überwachen und zu regeln. Ab Werk steht eine Rückfahreinrichtung mit Drehsitz zur Verfügung. Alles in allem ist der neue Vario 900 im Bereich Komfort und Wirtschaftlichkeit wohl das Maß aller Dinge auf dem Traktorenmarkt. Fendt ist daher überzeugt, mit diesen Maschinen die Nummer 1 bei den Traktoren über 200 PS in Europa zu bleiben und diese Position noch weiter auszubauen. Auch die Deutz 4- und 6-Zylinder-Motoren, der Vario 300, 400, 700 und 800er Modelle werden auf die neueste Technik umgestellt. Im Vordergrund steht auch hier die Einhaltung der gesetzlichen Abgasvorschriften bei möglichst geringem Treibstoffverbrauch. Der Vario 820 ist künftig zu 100% rapsöltauglich. Auch beim Thema Spurführung will Fendt die Anforderungen seiner Kunden besser erfüllen und bietet dafür das aktive Lenksystem AutoGuide an. Über ein separates Farbterminal wird die automatische Lenkung bedient. Die AutoDock-Antenne auf dem Dach ist ohne Probleme auch für andere Fendt- und Eco-Maschinen einsetzbar. Je nach Korrektursignal liegt die Lenkgenauigkeit bei plus minus 20 cm. Abweichungen unter 5 cm kann man mit einem hochwertigen HP-Signal in Verbindung mit einer festen RTK-Station erreichen. Was die Zukunft auch bringen wird, Fendt ist und bleibt an der Spitze bei Leistung, Tempo, Komfort und auch beim Thema Verbrauch und Wirtschaftlichkeit. Über 7 Jahrzehnte sind seit der Produktion des ersten Dieselrosses vergangen. Stand am Anfang die Ablösung der Pferdekraft im Vordergrund, galt es später, den immer größer werdenden Anforderungen moderner Landwirtschaft gerecht zu werden. Technische Innovation und Qualität begleiteten stets den Weg der legendären Traktoren. Wer Fendt fährt, führt, hieß es in der Werbung. Später, wer führt, fährt Vario. Auf der Agritechnica 2003
wird bereits der 30.000. Vario ausgeliefert. Die grüne Marke aus dem Allgäu, selbstbewusst und immer dem Landwirt verpflichtet.